So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space 3. Gruselig, wa? Also ich fand das schon ziemlich geil, den Anfang. So, wir sind, glaube ich, hier, wo wir beim letzten Mal gespeichert haben. Oder nicht gespeichert, sondern wo wir aufgehört haben. Ich finde das neue Design ziemlich geil, ne? Mit den Rig-Anzug da hier, mit den... Na, nicht hier... Naja, mit unseren Lebensdingens. So, komm, schnell mal Items schnappen und dann geht's weiter, wa? Da haben wir. Haben wir schon voll. Ja, ist klar, Elefant. So, ist auch voll. Ja, schön. Kann man mitleben, wenn alles voll ist, ne? Okay. Das sieht nach Falle aus. Da hatten wir den Bildschirm heller gemacht. Tritt auf die Leiche, um Objekten zu Deutschland zu. Ja, das ist schon klar. Das ist ja nichts Neues. Wer Dead Space. Aber hier sind keine Leichen, was? Boah, sachte, Junge, sachte. Alles klar, hier sind Leichen. Immer mal gut, mal sowieso drauf zu treten, weil manchmal leben die ja noch. Denk mal daran, wie ich mich bei Dead Space 1 total erschrocken habe, weil die Motherfucker noch aufgestanden sind in dem Moment, wo ich vorhin stand. Ja. Alles klar. Ich finde es ziemlich apokalyptisch hier oder episch gerade. Apokalyptisch, naja, wird es ja jetzt gerade, ne? Aber episch finde ich das gerade mit dieser... Sieht aus wie so nach so einer Atomexplosion hier. Oh Gott, du Pimmelberger. Gott, was sind die denn so stark? Eieiei, sind die stark. Okay. Müssen wir was wieder abknallen, wa? Okay, ist voll. Oh ja, die können sich so... Oder drei Stück. Ich meine, zwei ist eine Sache, aber drei? Die sind schnell. Na, bleib weg, du! Arschloch, Kopf weg! Mach der Kopf ab da jetzt! Weg da! Die kommen! Ja, durch die Scheibe! Ach so! Ist der dumm oder so? Kann das sein, dass du dumm bist? Ja, du bist doch schon total zerstückelt. Lass es bleiben, bitte. Lass uns nicht streiten. Man könnte die auch einfach verlangsamen, ne? Warum mache ich das denn nicht? Da bin ich auch bei Dead Space 1 gar nicht drauf gekommen, was? Wenn ich denn den Knopf finde, das ist das immer, ne? Ich bin ja... Seit Ewigkeiten wieder Konsolenspieler und fange ja gerade erst wieder mit dem PC richtig an zu spielen. Das ist... Ja, alles voll. Ich brauche einen größeren Anzug, verdammte Kacke hier. Wo sind die Leute hier? Wo muss ich denn da? Hallo? Ja, die Fahrstühle, ne? Immer die verkehrte Seite geht immer auf. So, bup. Deswegen stelle ich mich immer gerne hier in die Wand. Aber hier ist eine Werbetafel. Ich glaube nicht, dass die hintere Seite... Sind Sie schon beim Rettungsteam? Ja, quasi. Tot. Der Nick war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Ach, da waren wir gestern auch noch. Die Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Okay, da waren wir gestern auch noch. Ja, ist so, ne? Alles klar. So. Boalala. Genau, hier hatten wir gestern ausgemacht. Zum Glück geht die Tür so... Moment. Ah ja. Okay, zu unserer eigenen Sicherheit. Sperren wir sie mit den ganzen Monster hier ein und die verrecken hier wie so ein Stück Scheiße. Lauf, Mädchen, lauf! Ja, mit Leiche bin ich an. Eine Werkbank. Haben wir denn genügend? Gibt's auch das hier mit Energieknoten? Das kann ich nicht. Ich kann nicht. Ja, ich hatte gerne ein Latte Macchiato mit Karamell. Und mit einer wunderschön karamellisierten Kruste oben drauf. Ja? Und einen schönen Löffel. Dazu einen leckeren Butter. Oh, hier gibt es Munition. Die sind aber hart zu verdauen. Aber bitte rein. Oh, Disco. Geil.
Was ist das denn? Das ist ja geil. Hallo? Oh, wenn der gleich... Genau, ich wollte gerade sagen, wenn der sich gleich bewegt. Und was tut er? Er bewegt sich, der Pimmelberger hier. Alter. Kriegst du auf die Fresse, Macker! Ich hasse deine Mutter! Hat einen riesen Dildo in der Hand, weißt du? Und dann macht ihr solche Fatzen. Fatzen. Fatzke. Oh! Oh, Autschi-Zeit. Nee. Oh, Alter, hallo, sachte, beruhig dich mal, Kollege. Was ist mit dir denn los, Alter? Irgendwie auf Speed oder was? Hör mal. Ja, nee, ist ja nicht so, dass da noch schon ein paar sind, ne? Schicken wir gleich ein paar hinterher. Ah, lass das sein. Oh ja, von hinten. Von Hundesteuer, mein Freund. Oh, Alter, wer ist denn da so ein Weg? Ja, so passiert das eben halt, wenn man sich mit mir anlegt. Arschloch! Schweinepriester! Schwuchtel! Oh, der lebt noch! Halt, der Vater, hör mal! Also auf einmal liegen hier nur drei Leichen rum, wa? Das war gerade eine ganze Horde hier immer. Eine Armee. Was? Nee, okay. Er hier. Er hat so ein bisschen gefehlt in der Sammlung. Arschloch! Okay. Wo sind denn die Schienenbahnen hier? Die U-Bahn? Hör auf, die Leute zu ärgern! Ist er wirklich tot? Mal sicher gehen, ob er wirklich tot ist. Ich glaube, die haben sich gerade verliebt ineinander. Und das war so ein kleiner Paarungstanz, den die hier gerade an Gitter veranstaltet haben. Und hab das Ganze unterbrochen einfach. Die sollen sich ja auch nicht fortpflanzen. Wer will denn so eine Missgeburt haben, Alter? Ich hab nichts gesagt. Ich hab doch nichts gesagt. Nicht essen. Nein, ess mich nicht. Genau, aufs Maul. Kickboxen. Und jetzt die Füße. Genau! Genau das habe ich auch gerade gedacht. Sehr gut. Dieses Spiel passt. Ey, in Bearbeitung. Deine Mutter ist in Bearbeitung. So, okay. Alter. Ist das ein geiles Spiel. Ey, was denn das? Ah, total normal hier. Ja. Haben wir schon einiges erlebt, wa? Oh Gott, jetzt kommt die gleich... Verdammt! Keine Züge. Naja, aber... Oh. Okay. Haben wir noch so ein... Ich hab's zur Station geschafft. Ach, guck mal, die hat er noch alle, ja? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen. Dann springen Sie auf einen Zug. Los! Nicht gut. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Ganz schnell! Lennox, Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen, sie abzulenken. Beeilen Sie sich! Was ist denn das? Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln. Aber er ist doch angekoppelt. Ach so, müssen wir... Nee, warte mal. Wo müssen wir denn jetzt hin mit dem Vogel? Das ist doch der Triebwagen. Das reicht doch eigentlich. Mehr müssen wir doch gar nicht haben. Wir brauchen den Shit doch hier gar nicht. Und hier sind solche Dingens im Weg, oder? Oder müssen die... Nee, den können wir nicht. Den können wir nur nach vorne schieben. Oh, warte mal, hier gibt es noch Motivation und so einen Scheiß. Na, brauchen wir nicht. Das ist verriegelt. Verriegelt. Ja. Alles klar, und jetzt? Muss er hier abgehen, oder? Alle aktiven Züge. Zugmaschine ist in Position. Bitte vor Abfahrt Treibstoffwaggon ankoppeln. Alles klar, das ist Treibstoffwaggon. Das kriegen die Monster alle mit, ne? Wenn wir hier so ein Theater machen.
schon gedacht, Alter. Aha. Ja. Oh, es ist laut, Mann. Alle Waggons sind ausgerichtet. Abfahrtsequenz wird eingeleitet. Ja, und ich? Bitte in den hinteren Zugteil einsteigen. Ach so, alles klar. Okay, Norton. Der Zug ist wieder flott und kann durch das Südtor fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Verstanden. Ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit. Es wird brenzlig. Komischer Einstieg, hä? Oh, was ist das hier? Norton, Sie haben immer noch nicht gesagt, was mit Ellie ist. Lebt sie noch? Ich habe sie zuletzt auf der Kiro-Station gesehen. Sie war auf dem auf der Spur und wollte zu geheimen Koordinaten. Dann brach der Kontakt ab. Nach ihrer Experten Flynn ist sie am Leben und Fuchsteufels wild, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Okay. Los. Arme durch den Zug marschieren. Oh, wow, was ist hier los? Nein. Was soll das denn? Was machen die denn da? Hör auf damit! Ja, hier kommt die Kavallerie! Nun, welches Schiff ist die Eudora? Das größere, das gerade über ihren Kopf flog. Scheiße, nachladen! Ja! Guck dich, Junge! Ich hab die Nase ein bisschen, ne? Uh-oh. Oh, da. Hey! Was ist das denn? Oh! Scheiße! Hauptbatterie verloren. Eisen, schwingen Sie Ihren Arsch her! Ah! Warte mal, bis ich abgestiegen bin, ja? Dankeschön. Aber die sind noch nicht verwandelt, die Vögel, wa? Hat er Motivation am Schlüssel? Ja, er hat auf jeden Fall irgendwas am Start. Oh, Scheiße. Kommen Sie! Digga, willst du mich verarschen? Voll mit dem Cutter erstmal die Fresse gerotzt. Ja, ich arbeite dran! Nichts darf übrig bleiben! Raketen haben viel Erfahrt. Abschuss in 5, 4, 3, 2, 2, 1. Ziemlich hoch, Mann! Ein Abenteuer! Bringen Sie uns hier raus, jetzt! Einfach so in den Hyperraum gleich, oder wie lüftet? Einfach so... weg. Cool. Cool, cool. Oh Gott. Ja, alles gut bei dir? Okay, wir sollten mal... Wer ist das? Mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie ihn zurück. Er ist tot. Danik hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst mehr an. Korra, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Strengen Sie sich mehr an, wa? Wo muss ich denn da hin? Hallo? Das hier? Oh, Motivation. Kann ich gebrauchen. Immer, immer. Ich finde es voll geil. Okay, Leute, alle mal zuhören. Vor 13 Tagen haben Agent Ellie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt. Ihrer Meinung nach das Geheimnis wird, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Ihr habt den Kontakt verloren, weil sie sich alle umgebracht haben. Beziehungsweise alle umgebracht wurden und dann hat er sich umgebracht. Der General. Wow, was für ein Schiff, wa? 15 Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Okay. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shock in 5, 4, 3, 2, 1.
ja, da sind wir wieder. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Oder besser die Reste davon. Oh. Raus! Ich seh's! Ah, dort ist der Planet. Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Warum freest du das gerade so? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter, sind das Barken? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Kollisionslandung! Am Heimweg vorbereiten! Geht nicht! Scheiße! Jetzt sind wir auch am Arsch. Lauf, Junge, lauf! Isaac, komm! Verdammt, helfen Sie mir! Was ist denn das? Nehmen Sie die Verkleidung und stopfen Sie die Tür damit! Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Körper, wo finde ich einen EVA-Anzug? Komm! Da runter! Der Mellus! Jetzt geht's los! Oh, was ist denn dein Weg? Meine Fresser! Hüpf doch einfach wieder. Gravitation offline. Gravitation aktiviert. Was denn nun? An, aus, an, aus. Uiuiui, ich hab da kein gutes Gefühl mit den Scheiben hier gerade. Halb tot kommen wir da an, wa? Hab ich kein Anzugding mehr hier? Keine Medis? Ja, schlüpft da mal ein. Das geht aber flott auch, ne? Nimm ihn mit, ne? Hinterher! Nimm ihn hin! Das überlebst du nicht! Wow! Iron Man! Der Raum ist verschlossen! Und jetzt? Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen! Okay, ich kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. Ja, nun mach Sappel nicht so viel. Schieb weg den Vogel. Wo muss der hin? Ist er noch nicht frei genug, oder was? Doch, der ist frei. Welche Richtung, Junge? Ich verstehe nicht. Der ist frei, ne? Der ist leuchtet, aber der leuchtet auch. Wo muss der hin jetzt? Ich verstehe nicht. Kann mir mal einer mal verraten, wo der hin muss? Muss ich da vielleicht draufballern? Nö. Wegschieben. Aber wie? Ah, guck mal, da sind noch nicht mehr. Was ist denn das für eine Kacke? Ich liebe das ja immer, ne? Wir verrecken hier gleich, weil ich da nicht das begreife, was wir hier machen sollen. Meine Güte. So. Aha. Kommen wir nicht weiter? Also, wir haben die Sicherungsbumsen weggestinkt und jetzt müsst ihr doch weg. Aber in welche Richtung auch immer, ne?
Es geht nicht. Es geht nicht, Mann! Was soll mir dieses Zeichen denn sagen, verdammte Kacke hier? Was soll das für ein Zeichen sein? Danger soll das heißen. Toll. Bringt mir nichts. So, gibt es hier eine Geschichte dazu. Erfolge, super geil. Das ist mal hier auch nichts, irgendwie so Questlog irgendwie. Hier, mach mal das und das und jenes und jenes. Was ist das denn hier? Warum leuchtet das so komisch? Leuchtet nur durch Zufall, wa? Ja, wir verrecken hier gleich. Ich finde das öde, wenn man nicht hängt. Oder habe ich da irgendwas vergessen? Wahrscheinlich. Was soll denn das? Sünde, Isaac wird einfach sterben, weil ich so dumm bin, das ihm mal wegzumachen. Oder jemand, weil es einfach scheiße erklärt ist. So, ich kann nicht dann schuld sein, ja, weiß das. Ja, super, ich sehe nichts. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht verstehen. Ja gut, schön und gut, dass das hier leuchtet, ne? Mann, Alter! Wofür haben wir die Sperren denn abgemacht? Dafür, dass sich das hier beweglich ist, was? Oder habe ich die noch nicht ganz weggemacht? Doch, natürlich! Leb wohl, Isaac, das war's mit dir. Der ist... Oder ist der hier noch nicht ganz entriegelt gewesen? Doch, ist er. Aber bewegt sich hier gar nichts. Voll doof. Voll doof. Tschüss, Isaac. Das nächste Mal einfach besser erklären, wo du hin musst. So, wir fliegen jetzt einfach in den All. Wir wollen irgendwo als Leiche im All enden. Fährt doch mal schneller, Junge. Ja. Endlich! Oh, naja, man muss ja mal sterben, ne? Iron Man war zurück und dann... Der Raum ist verschlossen! Und jetzt? Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen! Ah! Ich glaube, ich habe was... eine Idee. Oh, Mann! Hier bleibt man an jedem Stück Kacke irgendwie hängen, ne? Okay, ich kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest! Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. So, da soll ich wahrscheinlich... Warte mal. Da hole ich mir jetzt die Dinger ab hier, wa? Wo ist das denn jetzt hin? Total schlechte Sicht. Da. Oh, bitte. Ich bleib wieder in so einem Fickbalken hängen, Alter. Ehrlich, das ist doch für'n Arsch. So, jetzt haben wir's. Und wo ist das Ding jetzt wieder hin? Feuer. Was? Ich habe mir vorgestellt, dass... Das explodiert. Ich dachte, das sind Explosionssachen. Ja, sobald ich die Halterung gelöst habe, werden wir weggesprengt. Am Arsch hängt der Hammer, werden wir weggesprengt. Hier passiert gerade gar nichts. Das war schon ein scheiß Dings, nur so ein Medipack, hätte ich mal gesagt. Hier so ein Versorgungskiste, wa? Dann erklär mir, was ich machen soll, Digga. Oder sind nicht all die Halterungen gelöst? Fehlt hier irgendwo noch eine Halterung. Aber ich kann hier ja auch nicht mal um die Ecke gucken oder was. Wir kommen hier gar nicht hinter. Nach wie vor bewegt sich hier nichts. Ich finde das total dämlich, wenn ich nicht weiß, worum es hier geht. Warte mal. Da, was ist das denn? Was ist das denn? Oh, toll. Ja, super. Das brauche ich unbedingt. Warum nicht früher drauf kommen, ne? Das ist echt irre. Warum nicht früher drauf kommen? Das sieht aber schon cooler aus, ne? Da haben die in diesen 5 Jahren von Dead Space 1 zu Dead Space. Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann sie fast erreichen! Nur Minen!
Minen! Ja, ausweichen und so. Aber kannst du ja gar nicht. Mit dem Zimmer. Okay, der dreht sich. Okay, der dreht sich scheiße. Wir können schießen. Oh, ich wurde zerfetzt. Ich kann sie nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Schieß doch, Junge. Ich kann sie fast erreichen. Wow. Minen! Minen! Dass die durch die Explosion im... Alter, wie soll ich denn da durch? Ich komm da nicht durch, ne? Oh, komm, ich hab das nur gestriffen. Was soll das denn, Alter, Mann? Geht der mir gut los, hör mal. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann sie fast erreichen. Wow. Minen! Minen! Wow. Boah, das ist ganz schön großes Teil. Isaac, wo sind Sie? Ja, hier! Halten Sie durch! Ich mach doch schon. Oh ja, genau. Irritation. Ja. Ja, super. Ja, quetsch schon, Isaac, quetsch schon. Es kommt so ein super Mörder-Mega-Teil hier an. Oh ja, genau, durch hey, die Mine. Vorsicht, Vorsicht! Ich kann nicht drumrum steuern. Dann brechen Sie eben durch. Oh nein! Ah. Es wirbelt, es wirbelt. Habe ich die Kamera nicht wieder an? Ne? Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Tomji ist mit seinem Super-Hyperraumanzug unterwegs, um neue Gebiete zu erforschen und neue Wesen kennenzulernen. Okay, wir sind gleich angedockt. Zum Glück gehen die Schubdüsen nicht so. Die Schubdüsen nicht so schnell leer, wann? Wie kann ich helfen? Was müssen wir tun? Hat das hier der Auftrag? Also alle schweben sie im All herum und wir tun jetzt genau was? Wofür brauche ich das? Warte mal, kann ich hier rein? Ah, ja, geh doch rein, Junge. Was denn? Alt. Alt? Achso, alt. Was? Halte mit der Chinese gedrückt und... zum Drehen. Oder halte mit Chinese gedrückt und... Nein, halte mit Chinese und drücke dann zum Drehen... Was? Mach ich doch. Es passiert nichts. Oder muss ich mit denen gedrückt? Ich weiß es nicht. Alter. Heftig. Und jetzt? Drücke für Details. Fachlose für die Crew, Kapsel. Okay. Aber was? Ah ja, da. Nochmal diese chinesische Kacke hier, was? Ich dachte, ich muss hier da an der Maus rumdrehen, wa? Leute! Was ist denn das wieder für ein Schabernack hier? Die verrecken da draußen, was? Da kommen sie hinein. Und alle sind glücklich. Wie eine wunderschöne Familie. Was ist da denn? Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Ach, ey. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Isaac! Kommen Sie zur Tür, ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Isaac, Ellies SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Okay. Senden Sie mir die Koordinaten, ich sehe nach. Bitte sehr, und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Jawohl, Ma'am. Ziel hinzugefügt.
So, da ich denke, wir einigermaßen drücke, um das Inventar der Aufgabe Dings zurück. Aha, genau, hier war das nämlich. War das noch gleich hier? Mission, genau. Kapitel 3. Okay, Kinderchen. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.